wir kamen schlecht ins Spiel, muss man einfach sagen. Wir hatten, glaube ich, Stand 3 zu 7 auf der Anzeigetafel. Das heißt, schlecht, finde ich, kamen wir nicht ins Spiel. Wir haben einfach nur vorne die Chancen nicht gemacht, hatten hinten nicht so richtig Zugriff. Und da waren so Sachen wie Innenpfostentor, Rücken vom Torwart. Das heißt, es war nicht alles verkehrt, was wir vorbereitet hatten. Aber es war halt das Quäntchen irgendwie, ja, Pech. Einläufer von außen hatten wir angesprochen, kommt dann. Aber ich muss dann auch ein Stück weit, war das mit der 5-1 im Hinterkopf bei mir mal, weil es wir dann doch noch nicht gezeigt haben und dann doch den Gegner vielleicht überrascht, jetzt wo Magnus Gruppe da ist. Gibt uns natürlich noch eine Möglichkeit, den Gegner so vor neue Aufgaben zu stellen. Weiß nicht, ob man sich da überhaupt auf uns vorbereitet mit der 5-1, weil es noch keiner gesehen hat. Ja, und dann am Ende haben wir dann die Bälle vorne wieder reingetan. Ich finde es super, dass wir keine Auszeit nehmen müssen bei 3-7. Das muss man auch mal sagen, die Mannschaft hat das selber gesteuert und hat sich dann, ich glaube, dann haben wir mit 7 gehen wir in der Halbzeit mit 6. Das heißt, wir haben 10 Tore aufgeholt oder 10 Tore Führung ausgespielt in 20 Minuten, ohne Eingreifen von mir großartig. Ja, und das macht die Mannschaft aus. Die Idee war dann in der zweiten 15 Minuten mit Lennart Karrenbauer das Tempo nochmal, was der Kollege gerade sagte, drauf zu drücken und da nochmal Nadelstiche zu setzen. Und das hat eigentlich, glaube ich, sehr gut aufgegangen. Ja, und zweite Halbzeit, wir wussten, dass, wenn wir das 5-1 provozieren, die Meldung auch in 7 gegen 6 gehen. Haben wir auch gut verteidigt. Von daher, glaube ich, ein absolut super Abend. Ja. Ja. Danke, Daniel. Florian, wie siehst du eure Chancen im Kampf um Platz 4 für die restlichen Spiele? Ja, grundsätzlich, das habe ich meinen Jungs auch vor dem Spiel gesagt, ist hier nichts verloren. Jetzt vor dem Spiel hatten wir noch 5 Spiele, jetzt sind es noch 4 Spiele, die wir zu spielen haben. Sicherlich unser direkter Konkurrent Pforzheim um den 4. Platz. Ich gehe davon aus, dass das am letzten Spieltag entschieden wird. Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben jetzt weitermachen. Wir haben jetzt Lemgo nächstes Wochenende vor der Brust. Das ist aus meiner Sicht ein Pflichtsieg, um weiterhin die Chance aufrechtzuerhalten. Sicherlich müssen wir auch ein bisschen schauen, was die anderen Mannschaften machen, ob der ein oder andere vielleicht noch Punkte liegen lässt. Es waren ja doch schon die ein oder anderen Überraschungsergebnisse diese Saison dabei. Und insofern, wir werden weiter arbeiten, wir werden weitermachen. Aus meiner Sicht ist noch nichts verloren. Ich bin mir sicher, dass es am letzten Spieltag entschieden wird und bis dahin werden wir alles dafür tun. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Daniel, zu dir nochmal. Bei den Löwen gab es dieses Jahr große Umstellungen, neuer Trainer und neuer Co-Trainer Michael Jakobsen. Er fungiert ja auch als Bindeglied zwischen den Profis und dem Nachwuchs. Gestern hat man zum Beispiel gesehen, Robert Timmermeister, Leon Zacharias und Niklas Michalski, drei deiner deutschen A-Jugendmeister von letzter Saison, durften gegen Wetzlar spielen. Wie läuft so die Zusammenarbeit zwischen dir und Michael Jakobsen und wie zufrieden bist du? Ja, ich konnte den zweiten Halbzeit nicht sehen, weil wir trainiert haben, aber natürlich, jeder, der das Spiel gesehen hat, ist, glaube ich, ja, die Voraussetzung ist, dass die erste Mannschaft funktioniert. Und die Jungs dann reinzuschmeißen, spricht auch für Sebastian Hinze, dass das immer ein bisschen undankbar ist, gerade für David. Ne? Dann nicht die Abwehr immer volle Pulle, dann geht es auch klar. Ja, natürlich ist es super, also es läuft sehr gut. Wir haben dann eine gute Steuerung auch mit Alexander Bossert, Trainer der zweiten Mannschaft. Wir sprechen uns ab, kurze Wege, es gibt keine Überbelastung. Ja, und wenn das ja, so weitergeht dann, und die Jungs mal überlegen, Leon verschmeißt zwar Bälle, aber der ist ja auch erst 19. Ja, also ich will nicht mit zu nahe treten, aber viele haben mit 19 schon gar nicht da gespielt. Von daher, da muss man wirklich mal 3-4 Jahre der Sache eine Chance geben. Und so wie ich Sebastian Hinze einschätze, will das nicht machen, wenn er unsere Jugendspieler nicht gut findet. Also ein Mann der klaren Worte und der den nicht einsetzen würde, nur weil es gerade gut passt, sondern ich glaube, er sieht in vielen Spielern Potenzial und das motiviert natürlich auch unheimlich, dass sie nicht dann nur ein Lückenfüller sind, sondern vielleicht auch in den nächsten 5 Jahren wirklich eine feste Größe werden. Da sind Dazwischenwege vielleicht möglich, über Lyon mit den Eulen, aber ey, das macht uns super stolz und zeigt auch, dass die Arbeit dann A im eigenen Verein und B natürlich dann auch ja, vielleicht weitergeht für die Jungs und das motiviert uns alle und das motiviert noch mehr die Jungs, die wir gerade gesehen haben, weil die wirklich an die Sache glauben und das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist vom Verein oder von Sebastian Hinze, sondern man sieht, dass es gelebt ist und wie gesagt, Grundvoraussetzung ist das gute Spiel der ersten Mannschaft, das Tempospiel und ich denke, sowas sieht man auch bei uns, dass da Ansätze sind, dass das Spielsystem in die richtige Richtung geht, Abwehr gegen Sturm und wenn das passt, dann kann man die Jungs da glaube ich auch immer sehr gut reinwerfen und das freut uns sehr.